Selleriecremesuppe mit Koriandersahne und scharfen Kartoffelwürfeln für 4 Portionen. Zubereitungszeit 20 Minuten, Garzeit 40 Minuten. Rex. Suppe 750 Gramm Knollensellerie, 150 Gramm Kartoffeln, 2 Schalotten, 1,5 TI Koriandersaat, 20 Gramm Butter, 1 Ei Öl, 2 frische Lorbeerblätter, 500 ml Gemüsefond, 500 ml Milch, Salz, Pfeffer, 200 ml Schlagsahne, 12 Stiele Koriandergrün Kartoffelwürfel, 180 Gramm Kartoffeln, 20 Gramm Butter, 2 Exaliter Öl, 1 rote Chilischote, Salz. Erstens, für die Selleriecremesuppe den Sellerie putzen, schälen und in 2 cm große Würfel schneiden. Kartoffeln schälen und ebenfalls 2 cm groß würfeln. Schalotten fein würfeln. Koriander in einem Mörser fein zerstoßen. Butter und Öl in einem Topf erhitzen. Schalotten darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. Sellerie, Kartoffeln und Koriander zugeben und mitbraten. Lorbeerblätter mehrmals mit einer Schere einschneiden. Gemüsefond, Milch und Lorbeer zur Suppe geben und zugedeckt aufkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Bei milder Hitze 30 bis 35 Minuten kochen lassen. Zweitens, die Sahne steif schlagen und in 2 Portionen teilen. Koriandergrün mit den zarten Stielen fein hacken, unter die eine Hälfte der Sahne heben und kalt stellen. Drittens, für die Kartoffelwürfel die Kartoffeln schälen und in 1,5 cm große Würfel schneiden. Butter und Öl in eine Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin bei mittlerer bis starker Hitze io Minuten goldbraun und knusprig braten. Die Chilischote längs halbieren, entkernen und fein hacken. Unter die Kartoffeln mischen und kurz mitbraten, mit Salz würzen. Viertens, die Lorbeerblätter aus der Suppe nehmen. Die Suppe mit einem Schneidstab sehr fein pürieren und durch ein feines Sieb streichen. Suppe nochmals erhitzen, eventuell nachwürzen und die Sahne ohne Koriander mit einem Schneebesen unterschlagen. Kartoffelwürfel salzen. Suppe mit Koriandersahne und Kartoffelwürfeln anrichten. Pro Portion 9 Gramm E, 36 Gramm F, 22 Gramm Ka gleich 458 Kilokalorien, Klammer auf 1914 Kilojoule.